Kannst du mal ein Fragen- und Antwort-Video machen? Ja, vielleicht wäre das was fürs 10.000er Abo-Special, oder? Also, wenn ihr Lust habt mal auf ein Fragen- und Antworten-Video als Abo-Special, dann schreibt mir das doch einfach mal unten in die Kommentare. Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash und ich freue mich, dass du da bist, heute bei Star Stable Online zu einer Postfolge. Oh, heute kommen die Ställe, ne? Ah, ich freue mich so. Okay, ich fange jetzt aber erstmal mit der Post an und zwar von der Hannah Shadowwill. Hanna schreibt, hi Aida, Dama, Dana, ich wollte dir nur sagen, dass du die Beste bist, hör nie mit YouTube auf, sonst weine ich. Habe ich nicht vor, Hanna, vielen, vielen Dank. Es würde mich auch ziemlich runterziehen, aber ich glaube, ich bin da nicht die Einzige. Als Info, kein Spoiler, in Star Stable wird dich noch viel mehr erwarten, als du denkst. Na, ich bin mal gespannt, bisher gefallen mir die Quests ja insgesamt einfach echt richtig gut. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, Umarmung und liebe Grüße, Hanni. Dankeschön, liebe Hanni, dir auch einen tollen Tag noch. Dann, der nächste Brief heute ist von der Luisa Dolphin Camp. Hi Aida, / Damakash. Ich habe mir dein Alicia Online-Stream angeschaut und war sogar dabei. Ich bin ein Fan von dir. Dankeschön, das freut mich sehr. Ich habe heute, also Montag, deinen Kanal gesehen und fand ihn so cool. Dankeschön, liebe Luisa. Ich freue mich auf die anderen Streams und Levelrunden. Liebe Grüße, Luisa. Liebe Grüße zurück, liebe Luisa. Dann von der Caitlin Lowgreen. Hi. Hi Dama, ich liebe deine Videos und du bist einfach mega. Dankeschön, Caitlin. Ich hoffe, du liest diesen Brief, denn ich bin ein großer Fan. Natürlich, ich lese die Briefe alle. Manchmal dauert das Beantworten etwas länger. Bleib so, wie du bist, das mache ich. Und verstell dich nicht, das mache ich nicht. Du bist so cool. Dankeschön. Kannst du mich bitte grüßen, wenn du mich in eine Postfolge machst? Natürlich, ich grüße dich ganz herzlich, liebe Caitlin Lowgreen. Das wäre sehr cool. Auf eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Hab dich lieb, deine Kate. Vielen, vielen Dank für deinen Brief. Der nächste Brief heute von der Clara Brave Lock. Hi Aida, sorry, dass ich letztes Mal nur so wenig geschrieben habe. Ich wusste nicht, ob ich durchkomme. Kannst du bitte von mir grüßen? Katharina Bisong, Carla Sunwill, dein Clubby und die Green Rabbits. Also klar, ich grüße dich ganz, ganz herzlich, liebe Clara. Ach so, nee, guck mal. Clara Sunwill soll ich grüßen. Also ich grüße ganz, ganz herzlich die Clara Sunwill. Ich grüße herzlich die Katharina Bisong. Ich grüße die Laughing Dreamers und die Green Rabbits, dein Club. Und guck mal, ein wunderschönes D aus Herzchen. Dankeschön, liebe Clara. Dann kommt von der Katharina Bisong. I love you. Kannst du bitte Clara Brave Lock und die Green Rabbits grüßen? Liebe Grüße. Natürlich grüße ich die Green Rabbits gerne ein zweites Mal in dieser Folge. Liebe Grüße an euch alle und auch an die Clara Brave Lock. Und Dankeschön, liebe, liebe Katharina, dass ihr mich liebt. Danke. Dann hat die Sandra Rainluck mir geschrieben. Liebe Sandra, was schreibst du denn Schönes? Hi Dama, ich möchte dich einiges fragen. Na dann, wie hast du es geschafft, so einen schönen Clubnamen zu finden? Oh Sandra, ich wollte irgendwas mit Dreamer, ne, wegen Träumer. Das war mir eigentlich ganz wichtig. Und dann habe ich halt geschaut, dass da irgendwie was dazukommt, was passt. Und das war echt nicht einfach, weil die meisten Clubnamen einfach schon vergeben sind. Die meisten hübschen. Da muss man ein bisschen länger suchen. Zweitens, wie geht es dir? Dankeschön, mir geht's gut. Drittens, wie bist du auf SSO gekommen? Ich habe das auf YouTube entdeckt tatsächlich. Ich habe es auf YouTube gesehen und fand es ganz cool. Habe es dann aber eine Zeit lang nicht gespielt, habe dann abgewartet. Ja, und jetzt dann angefangen und bin ganz happy damit. Viertens, nimmst du gerade auf? Ja, ich nehme das Postvideo auf, sonst wäre schlecht mit Vorlesen. Fünftens, kannst du für mich ein paar Leute grüßen? Na klar, Sandra, wen soll ich denn grüßen? Die Alina Rainluck Nudel, liebe Grüße an dich. Die Sarah Applefire, liebe Grüße, Sarah. Rebecca Proudport, hi Rebecca. Die Nina Icecamp, hallo Nina. Die Rose Hawk Groove, hallo Rose. Und Samantha Rainrider, hi Sam. Und falls du aufnimmst, alle, die das gucken. Also, alle, die jetzt hier zugucken, fühlt euch herzlich gegrüßt von der Sandra Rainluck. Dankeschön, liebe Sandra, für deinen Brief. Der nächste Brief heute ist von der Abby Ice Rider. Und Abby schreibt, oh, okay, ich muss erst mal gucken. Liebe Dana, was denkst du, was morgen Mittwoch kommen wird? Weil ich wechsle wieder auf deinem Server.
Morgen, also heute, also der Brief ist halt von letzter Woche, ne? Da waren ja die Mustangs angekündigt und heute kommt die Stelle, weil ich dich so extrem lieb, weil ich dich ja lieb und weil du so nett bist. Ich hoffe, du findest das über mich auch. Ach, liebe Abby, vielen, vielen Dank, das ist mega lieb von dir. Auch, ach ja, was ich fragen wollte, kann ich mal in einer SSO-Folge mitmachen? Also, so als Hilfe, so jetzt ist es raus, es geht mir besser. Abby, natürlich, pass auf, es ist bei mir immer so, ich nehme natürlich zu unterschiedlichen Zeiten auf, meistens tatsächlich vormittags, aber es kommen ja auch mal wieder Ferien, dann bist du vormittags ja auch online, ne? Meistens passt es bei mir vormittags besser und wenn ich dann queste und am Aufnehmen bin und du siehst, ich bin online, man kann immer mit mir mitreiten, egal ob ich aufnehme oder nicht, fühl dich herzlich eingeladen. Dann von der Paula Shadowport. Paula schreibt, Hallöchen Dama, du bist mir so sympathisch. Vielen, vielen Dank, liebe Paula. Ich kommentiere jetzt auch ganz fleißig unter deinen Videos. Ich freue mich schon aufs Träumertreffen. Ja, diese Woche das Träumertreffen ist tatsächlich auch mal wieder auf Server 4. Da war ich jetzt 4 Wochen nicht zum Träumertreffen. Es wird mal wieder Zeit. Würde mich freuen, wenn dieser Brief ins Video kommt. Das ist er, Paula. Ist eigentlich deine Freundesliste voll? Ja, die ist voll tatsächlich. Hab dich so dolle lieb. Dankeschön. Für mich bist du ein netter, sympathischer Mensch. Ich danke dir, liebe Paula. Und ich finde toll, dass dein Kanal auch für kleinere Träumer gestaltet ist. Das gibt aber auch einfach viele tolle Spiele, oder? Wo man so dann so Kindheitserinnerungen mit verbindet. Ich mag das einfach. Ich versuche, den Brief so kurz wie möglich zu fassen. Und wir beide haben was gemeinsam. Was denn? Wir sind Pony verrückt. Oh Gott, ja, ich liebe die Ponys einfach so, oder? Unfassbar, ich liebe diese Ponys. Ich habe mich in den Schimmel so verliebt. Danke, dass du mich überzeugt hast durch deine Videos. Oh, das freut mich, dass ich dich überzeugen konnte. Wie toll ein Pony sein kann. Ja, Ponys sind toll. Die sind langsam, aber toll. Ich finde deine Lache so cute. Dankeschön. Könntest du bitte folgende Personen grüßen? Klar, wen soll ich denn grüßen? Ich grüße dich ganz, ganz herzlich. Liebe Paula, die Lilly Papa Feier grüße ich auch. Die Chloe Westford wird auch herzlich gegrüßt. Auch an Jenny gehen liebste Grüße. Und ganz, 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 ganz große Grüße gehen an die Ocean Hearts. Ocean Hearts, ich grüße euch. Danke im Voraus, du solltest mehr Abos haben. So, das war's. Ich hoffe, er war nicht zu lang. Liebe Grüße an dich, Dama. Liebe Grüße, Paula. Auf YouTube, Mauseliese. Dankeschön, liebe Paula. Ich freue mich sehr. Ja, Mauseliese sagt mir natürlich was. Und nein, der Brief war nicht zu lang. Der nächste Brief heute ist von der Selma Mighty Web. Und zwar schreibt die Selma, Hi Dama, du bist die beste YouTuberin der ganzen weiten Welt. Vielen, vielen Dank, liebe Selma. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, eigentlich schon. Also ich kann mich nicht beklagen. Ich merke bei jedem Video mehr, wie viel Spaß du beim Video machen hast. Das stimmt, ich hab da auf. Ich lieb das einfach. Natürlich gefallen mir manchmal Sachen an Spielen nicht, das sage ich dann aber auch. Aber im Großen und Ganzen, also das Video machen, macht mir einfach immer jedes Mal mega Spaß. Und nochmal ein fettes Dankeschön von mir und deine Community, die dich immer so gut unterstützt. Ja, das stimmt. Ich habe eine tolle Community. Du bist mich immer wieder auf, wenn ich deine Streams oder... deine Videos sehe. Mach weiter so und höre nie mit YouTube auf. Das habe ich nicht vor. Hier noch ein paar Fragen. Wie bist du auf YouTube gekommen? Ich wollte das Spiel The Secret World zeigen, weil es da kaum deutsche Videos gab. Wie lange machst du YouTube-Videos schon? Das mache ich jetzt seit ungefähr 3 Jahren. Wirst du dir einen Mustang kaufen, wenn heute das Update rauskommt? Siehst du, das ist schon eine Woche alt jetzt, der Brief. Oh Gott, selber verzeih mir, dass das so lange dauert mit der Antwort. Ja, einen Mustang habe ich gekauft. Wild Dream ist jetzt auch schon Level 10 oder so. Ja, ich glaube Level 10. Hab dich ganz doll lieb. Du bist die Beste. Liebe Grüße, Freddy, in Klammern Selma. Vielen, vielen Dank, liebe Selma. Dann von der Savannah Winterheaven. Nein, leider mich. Oh, das macht mich so traurig. Kannst du bitte meine allerbesten Freunde grüßen? Ach so, weil das ein Reh war. Und zwar, ich grüße Willow, Watersea, Kiwi. Oh, Kiwis sind lecker, ne? Diana, Wise Knight, Pommes. Pommes sind auch lecker. Die Aurora, Lauhold, Schokolade. Oh, Schokolade ist auch lecker. Okay. Du grüßt lauter leckere Sachen. Und die Loving Dreamers. Ja, auch an die Träumer natürlich. Liebe Grüße. Und die liebe Minna Grey Knight. Das Mäuschen. So sorry. Hoffe, der Brief ist nicht zu lang geworden. Nein, alles gut. Mit freundlichen Grüßen. Saphira, Dankeschön für deinen Brief. Dann kommt von der Patricia Summer Mountain.
Vorsicht, viele Grüße und Fragen. Na, mal gucken. Also, grüße dich. Ich grüße mich, du grüßt mich. Ach Gott, ich bin schon verwirrt. Danke, Chip, für die Grüße. Aber ich grüße dich auch, Patricia Summer Mountain. Die Alicia Snowdaughter, Mandy, ich grüße dich herzlich. Die Dina Sunfield, liebe Grüße gehen auch an Cuddy. An die Emmy gehen Grüße an dieser Stelle. Und auch Mias Pferdewelt wird fröhlich gegrüßt. An Lia und Alfie ebenfalls herzliche Grüße. Und Bibi von Bibis Beauty Palace, auch dich grüße ich ganz herzlich. Dagi Bee, auch dich grüße ich. Und die Merys grüße ich auch. Die Paige Strawberry Cake wird an dieser Stelle auch gegrüßt. Und die ganze Community. Jetzt kommen noch Fragen. Bleiben die Träumertreffen jetzt immer um 15 Uhr oder nur dieses Mal? Nein, die bleiben immer um 15 Uhr, weil ich ja die Streamzeiten geändert habe. Ich habe sonntags immer nicht gestreamt, das habe ich jetzt geändert. Da ich jetzt sonntags immer Star Stable streame um 17 Uhr, sind die Träumertreffen halt um 15 Uhr, damit ich das zeitlich gut koordiniert kriege. Also immer 15 Uhr, steht so, wie es im Uploadplan halt steht. Kannst du mal ein Fragen- und Antwort-Video machen? Ja, vielleicht wäre das was fürs 10.000er Abo-Special, oder? Also, wenn ihr Lust habt mal auf ein Fragen- und Antworten-Video als Abo-Special, dann schreibt mir das doch einfach mal unten in die Kommentare oder stimmt hier oben ab jetzt bei dem kleinen i. Kennst du die Simpsons? Ja, natürlich. Wie findest du die Mustangs? Ich finde die toll. Ich finde nur schade, dass die Mähne so missglückt ist, weil die ist tatsächlich verbuggt und so stretchy. Das finde ich ein bisschen schade. Weißt du, warum das Update so spät gekommen ist? Keine Ahnung. Also es stand ja irgendwie, es waren irgendwelche Fehler in dem Update. Ich denke, daran wird es gelegen haben. Ich hoffe natürlich, dass das Stall-Update, dass damit alles glatt läuft jetzt, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich freue mich so. Kannst du den Brief in einem Video vorlesen? Aber natürlich ist damit geschehen. Bei einem Brief, den du vorgelesen hast, habe ich deine Patricia Summer Storm geschrieben, obwohl ich Patricia Summer Mountain heiße. Das war's eigentlich. Tröste dich, Patricia, kein Problem. Mach doch nichts. Deine Patricia Summer Mountain. Dankeschön für deinen Brief, liebe Patricia. So, jetzt habe ich hier einen Brief von der Gloria Swifthaven und sie schreibt: Huhu Aida, ich sehe mir täglich deine Videos an und finde sie echt klasse. Dankeschön, liebe Gloria. Du gibst dir so viel Mühe beim Aufnehmen und Bearbeiten und du hast eine sehr herzliche und sympathische Art, die ich sehr mag. Vielen Dank. Hat sich irgendwie gereimt. Und was sich reimt, ist gut, hat schon Pumuckl gesagt. Bleib immer, wie du bist und veränder dich nicht. Dankeschön. Mit freundlichen Grüßen, die Gloria Swifthaven. Danke für deinen Brief, Gloria. Die Isabella Light Sister schreibt: Hallo liebe Aida, ich wollte dich mal fragen, ob du nicht mal Lust hast, mit mir zu leveln. Es wäre so toll, weil ich dich einfach mag und du bist die einzige tolle Person, die noch auf diesem Server ist. Auch es gibt ganz viele andere liebe Leute auf dem Server, liebe Isabella Light Sister. Übrigens, mit mir leveln kann man am besten montags um 18.30 Uhr geht's los bei Fort Pinter am Brunnen. Ansonsten, immer wenn ich unterwegs bin, kannst du jederzeit mitreiten, gar kein Problem. Dann hat die Tindra geschrieben. Tindra, was schreibst du denn? Hallo Dama, ich wollte mich nochmal bedanken, dass ihr Laughing Dreamers alle so lieb zu mir seid. Denn wenn ihr es seht, dann danke. Ach so, also an alle Träumer, die das gerade sehen, ein herzliches Danke von Tindra, dass wir so lieb sind. Jetzt habe ich ein paar Fragen an dich, liebe Dama. Kannst du bitte den Brief in YouTube vorlesen? Ist somit geschehen. Könntest du ein paar Leute grüßen? Und zwar natürlich, pass auf, die Grüße. Ich grüße Evelyn Pandafort, dann Sophia Blueberry Home, auch an dich liebe Grüße. Und die Tindra grüßt mich, Dankeschön. Und ich grüße dich, liebe Tindra. Ja, und das war's mal wieder, liebe Dama. Danke nochmal, dass du so lieb zu mir bist und auch alle meine Freunde und die Laughing Dreamers. Liebe Grüße von der lieben Tindra. Dankeschön für deinen Brief. Dann von der Funny Ice Yard. Liebe Dama, vielen Dank für den Motto-Ritt. Motto Barbie. Ja genau, du bist mitgeritten beim Motto-Ritt, ne? Ich erinnere mich. Ein tolles Erlebnis. Leider habe ich euch verloren, als ihr am FP-Strand ein Wettreiten gemacht habt. Ja, das passiert manchmal einfach, ne? Aber naja, könntest du vielleicht bitte in deinem nächsten Video den Namen Anna und Joyce grüßen? Also ich grüße jetzt ganz herzlich an dieser Stelle Anna und Joyce ganz persönlich. Schön, dass ihr da seid, Anna und Joyce. Hi, hi. Das wäre sehr nett. Gerne geschehen. Ich freue mich dann, dass ich Funny Ice Yard in deinem nächsten SSO-Video zu sehen sein werde, ja, bei Motto-Ritt. Vielen lieben Dank für alles. Deine Funny. Danke für deinen Brief, Funny. Dann von der Luna Diamond Cloud. Huhu Dama, ich habe dich ja schon öfter gesehen und wollte dir nun einfach mal einen Brief schreiben. Wenn du ihn liest, könntest du mir ja mal einen Brief zurückschreiben. Würde mich total freuen.
kriegst du, Luna, kein Problem. Hast du jetzt sogar schon gekriegt? Also, ja. Ich wollte noch fragen, ob du den ganzen Club die Atomic Pandas grüßen kannst. Klar, ich grüße da draußen von ganzem Herzen jeden einzelnen Atomic Panda. Schön, dass ihr da seid. Viel Spaß in eurem Club. Und besonders meine Bibi... Baby Y. Sie weiß, dass sie gemeint ist, wenn sie das sieht. Okay, ich grüße dich ganz, ganz herzlich. Du weißt schon, dass du gemeint bist. Dum, dum, dum. Nächster Brief von der Riley Fishbrook. Hi ho, freue mich schon sehr auf das Turnier. Mag dich mega, hab dich lieb, deine Mondkind Tanea. Ich freue mich auch schon total, es wird bestimmt mega cool. Wir trainieren schon fleißig und ja, wie gesagt, ich freue mich auch, es wird bestimmt richtig, richtig toll werden. Das Turnier im Januar ist übrigens eins, für alle, die das nicht mitgekriegt haben bis jetzt. Von der Allegria Long Hurricane. Hey, kannst du den Brief vorlesen? Hi Dama, wie geht's dir? Dankeschön, mir geht's gut. Ich kenne dich schon ein Jahr und ich finde, du bist hammergut und nett. Vielen, vielen Dank. Und dank dir will ich YouTuber werden, aber ich darf nicht. Aber das kann ja noch kommen, Allegria. Also ich bin auch, guck mal, ich bin auch erwachsen gewesen, als ich mit YouTube angefangen habe und schon relativ alt sogar. Also ist doch kein Ding. YouTube läuft dir nicht davon. Und ich hoffe, du bekommst den Brief. Angekommen ist er. Also, es tut mir leid, wenn ich Schreibfehler habe. Kein Problem. Solange ich alles lesen kann, ist alles gut. Und bleib bitte so, wie du bist. Ändere dich nicht, wenn andere dich ärgern. Das mache ich nicht, Allegria. Das mache ich nicht, auch wenn ich oft zu hören kriege, ich bin irgendwie zu kindisch und zu albern und so. Aber ich kann nichts dafür. Ich bin halt so. Ich liebe deine Filme. Dankeschön. Bitte schreib mir zurück. Das habe ich getan. Meine paar Fragen. Erstens, auf welchem Server bist du regelmäßig? Ich bin eigentlich immer auf Server 4, außer zum Träumertreffen. Da wechsle ich. Zweitens, wie alt bist du und wann hast du Geburtstag? Ich bin 38, ich habe Silvestergeburtstag und werde jetzt dann 39. Frage 3, wie heißt du in echt? Dana, also wie Dama, nur mit N. Das waren meine Fragen, Dama. Du bist die beste YouTuberin ever. Mach weiter so. Deine Allegria Langhurricane. Dankeschön für deinen Brief, ich habe mich sehr gefreut. So, der nächste Brief. Ich bin's nochmal. Allegria, ich bin's nochmal. Hey, ich bin's nochmal. Ich spiele schon etwas länger, bin schon Level 17. Musste mit dem Brief aufhören, weil ich nicht mehr schreiben konnte. Ich wechsle auf deinen Server, wenn ich wüsste, auf welchem du bist. Ich bin auf Server 4. Auf Strawberry Kingdom. Noch mehr Fragen. Okay, kannst du mir einen Platz auf deiner Freundesliste freihalten? Die ist leider wirklich voll und ich habe keine Liste für die Freundesliste zum Freihalten. Das geht nicht. Einfach immer wieder versuchen. Zweitens, auf welchem Server bin ich? Auf 4, wie gesagt. Das waren jetzt aber auch alle Fragen deiner Allegria Long Hurricane nochmal. Bye, hab dich lieb. Bye, bye, Allegria. Dann, die Kelly Apple Hunter schreibt. Hi Dama, ich spiele erst seit kurzem SSO und habe erst damit angefangen, nachdem ich deine Videos gesehen habe. Ich find's voll cool und wollte Danke sagen, dass du so coole Videos machst. Und bitte hör nie mit YouTube auf, das mache ich nicht. Und ich freue mich, dass ich dir ein Spiel gezeigt habe, das dir jetzt auch gefällt. Ich hoffe, dass du dir einen Brief liest. Mache ich natürlich und mir vielleicht auch antwortest. Das habe ich schon. Kannst du mir noch ein paar Fragen beantworten? Das mache ich sehr gern, Kelly. Wo finden nochmal die Träumertreffen statt? Ich habe es schon wieder vergessen. Die finden immer im Moorlandstall statt, aber immer auf einem anderen Server. Ich wechsle immer durch. Diese Woche bin ich auf Server 4, ne? Und dann bin ich wieder auf Server 1, dann auf Server 2, dann auf Server 3, dann wieder auf Server 4 und so weiter und so fort. Willst du dir nur Ponys kaufen oder auch Pferde? Ich will mir auch Pferde kaufen, aber ich möchte schon auch alle Ponys haben. Danke dir. Liebe Grüße, Kelly. Liebe Grüße zurück. Danke dir für deinen Brief. Jetzt von der Victoria Brave Cloud. Hallo Dama, ich bin ein Fan von dir. Kannst du den Brief in einem Video vorlesen? Habe ich somit getan. Deine Victoria. Danke für deinen Brief, Victoria. Dann von der Myra Laufeier. Hallo Aida, ich war ja mit dir BFF und möchte gerne wieder BFF mit dir sein. Und jetzt wegen dem YouTube-Video habe ich den Account geschenkt bekommen. Liebe Grüße, Juju Sting, aka Myra. Also das heißt, du hast jetzt die Erlaubnis oder du hast jetzt Star Rider Geschenk gekriegt oder was genau hast du Geschenk gekriegt? Schreib mir das doch mal unten rein, Juju, falls du das gelesen hast. Jetzt von der Alicia Snow Schaufel. Ja, Schneeschaufeln brauchen wir jetzt demnächst wieder, ne? Winter is coming. Liebe Aida, ich war am Sonntag bei der Kuh, aber du warst nicht da. Ich bin dein größter Fan und ich wollte dich unbedingt mal sehen auf Star Stable. Kann das sein, dass du auf dem falschen Server warst, Alicia? Es kommt immer drauf. Ich wechsle den Server. Ich bin diese Woche auf Server 4, nächste Woche auf Server 1, dann auf Server 2, dann auf Server 3, dann wieder auf 4, dann wieder auf 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Vielleicht bist du auf dem falschen Server unterwegs gewesen. Ich sage das aber immer montags im Video. Also montags in dem Video, was Montag kommt, die Lach- und Sachgeschichten, da sage ich immer, auf welchem Server ich die Woche bin. Ich hoffe, ich kann dich irgendwann mal sehen. Ganz bestimmt, wenn du auf Server 4 bist. Ich galoppiere da ja nicht nur zu den Träumertreffen rum. Du kannst auch gerne zum gemeinsamen Leveln kommen, montags um 18.30 Uhr. Da bin ich auch auf Server 4 auf jeden Fall. Oder wenn ich stream oder sonst irgendwas, wie du Lust hast. Ich hoffe, dass du jetzt nicht denkst, dass ich dich anmotze. War halt nur traurig und ich hätte noch ein paar Fragen. Nein, du hast doch nicht gemotzt. Alicia, alles gut, alles ist gut, kein Problem. Erstens, magst du mich noch? Ja, kein Problem. Wirklich, alles gut. Zweitens, kannst du Dina Sunfield mich und dich grüßen? Klar. Hi, Kadi, ich grüße dich auch an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich. Und dich grüße ich natürlich auch, liebe Alicia Snowshowl. Und ich freue mich, dass du mich grüßt. Drittens, bist du sauer auf mich? Nein, bin ich nicht. Ich hoffe, du bist mir jetzt nicht böse. Ich mag dich sehr und ich habe das auch nicht böse gemeint. Ich habe das auch gar nicht böse verstanden. Man kann doch nachfragen, wenn man sich nicht sieht. Alles kein Problem. Liebe Grüße, deine Alicia Snowshowl. Dankeschön für deinen Brief. Und der letzte Brief des Tages kommt von der Hannah Summerstream. Hi, ich wollte dir auch mal was Schönes machen. Hier ist es. Ah, da steht jetzt Dama in Herzen. Das sieht natürlich auf der Handy-App immer anders aus, ne? Als das nachher dann aussieht im Spiel selber. Aber von der Handy-App. Ich mache meine Post halt hauptsächlich in der App, weil das ein bisschen einfacher ist für mich. Schreibe bitte, wie es dir gefällt. Es gefällt mir sehr gut. Vielen, vielen Dank, liebe Hanna. Und ja, das war die Postfolge für heute. Jetzt stürzen wir uns alle in die neuen Ställe hinein. Ich danke für die viele, viele Post. Ich werde jetzt hier wieder aufräumen, damit wieder neue Post kommen kann. Und ja, ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, deine Damakasch.